Hallo und herzlich willkommen bei Atlas Küche und willkommen zu einem neuen Video. Ihr Lieben, ich fühle mich schon ganz komisch. Ich bin heute irgendwie aufgeregt, ich weiß nicht warum. Mein erstes Video, merkt schon, hinter mir hat sich einiges geändert. Ich habe hier eine neue Kulisse. Es ist nicht mehr die Küche, wo bisher die Videos stattgefunden haben. Und das war unter anderem auch der Grund meiner langen Abwesenheit. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass lange keine Videos mal gepostet worden sind. Und ja, das lag daran, dass wir endlich unser Lebenstraum verwirklicht haben und wir letztes Jahr unser Eigenheim gebaut haben. Und somit heiße ich euch recht herzlich willkommen in meiner neuen Küche. Ab heute, ab sofort entsteht bei Atlas Küche, wird es ein neues Format geben und ich bin da sehr aufgeregt und ich hoffe, das wird euch gefallen. Also es ist nicht mehr so, wie ihr das sonst kanntet, dass ich ja oft meistens hinter der Kamera stand, weil es einfach nicht, ja, aus platztechnischen Gründen nicht ging in meiner alten Küche. Und diese Küche ist schön groß, vor allem YouTube-tauglich und ich freue mich auf die kommende Zeit mit euch. Es werden hier, denke ich mal, coole Videos abgedreht und es erwarten euch jetzt auch nicht nur marokkanische Rezepte, sondern einmal quer durch den Globus. Rezepte aus dem Alltag, internationale Rezepte und somit entsteht jetzt hier bei Atlas Küche das neue Format. Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Und zum Einstieg habe ich mir überlegt, komm, wir machen mal heute was ganz Schnelles. Nichts Marokkanisches. Wir machen heute Pasta mit Garnelen. Einer meiner Lieblings-Pasta-Rezepte. Geht super schnell. 15 Minuten, maximal 20 Minuten dauert das Gericht. Und ich denke mal, wir starten jetzt auch einfach mal direkt los. Ihr seht hier schon meine Zutaten. Wir haben frische Zutaten, wenige Zutaten. Also das Rezept geht wirklich super schnell und schmeckt mega lecker. Also hier habe ich ein bisschen Petersilie, Knoblauch, darf natürlich nicht fehlen, Knoblauch und Garnelen und beziehungsweise Meeresfrüchte, ein Must-Have. Eine Zitrone, eine Peperoni, wer es nicht scharf mag, kann natürlich die Peperoni weglassen. Salz, Riesengarnelen, die habe ich aus dem TK, die findet ihr natürlich entdarmt und geschält, geht super schnell, da erspart ihr euch die ganze Arbeit. Und natürlich Spaghetti, ich mache heute Spaghetti, wenn ihr eine andere Pasta mit Linguini oder Tagliatelle, könnt ihr das natürlich machen. Ein bisschen Pfeffer, Olivenöl und etwas passierte Tomaten. Wir starten jetzt einfach mal direkt los. Ich bereite schon mal die ganze Schnibbelarbeit vor, dann geht das viel schneller. Und zwar hier den Knoblauch einmal draufhauen. Dann könnt ihr den ganz einfach schälen. Das geht super schnell. Haut nicht zu sehr drauf, damit ihr keine Knoblauchpaste bekommt. So, dann haue ich da noch mal drauf und hacke die Knoblauchzehe in sehr, sehr dünnen Scheiben. Ihr könnt die auch komplett klein hacken, wenn ihr jetzt nicht so gerne auf eine Knoblauch kaut. Also je nachdem, wie scharf ihr es mögt, ne? So, das reicht. Die ist nämlich ziemlich scharf. So, starte ich mal hier meine Fluglandebahn. Dann setze ich schon mal das Nudelwasser, bringe ich schon mal zum Kochen. Immer schön parallel arbeiten. Erhitze meine Pfanne. Gebe da schön Olivenöl rein. Das brate ich jetzt nur ganz kurz von beiden Seiten an.
Das Nudelwasser ist jetzt schön aufgekocht. An dieser Stelle gebe ich jetzt schöne Prise Salz rein. Es soll schon kräftig gesalzen werden, damit die Pasta nicht so fad schmeckt. Und jetzt gebe ich meine Spaghetti rein. Zum Knoblauch und Chili gebe ich jetzt noch den Abrieb der Zitrone, nicht so viel. Meeresfrüchte und Zitrone, das muss einfach sein. So. Dann lösche ich das jetzt einfach mal mit etwas Nudelwasser ab. Da presse ich jetzt noch eine halbe Zitrone. Gebe jetzt die Scampis hinzu. Und an dieser Stelle schön salzen. Ich nehme hier mehr Salz. Ordentlich pfeffern. So, die Petersilie, ich habe jetzt nur die Blätter abgezupft, die Stängel, da brauchen wir die nicht. Jetzt hacke ich die schön fein. Habe ich jetzt Petersilie reingegeben und nun gebe ich meine Pasta hier rein. Die Spaghetti sollen hier noch zu Ende kochen, deswegen gibt da ruhig ein bisschen Flüssigkeit mit rein. Opa! An dieser Stelle gebe ich jetzt etwas von meinen passierten Tomaten. Nicht viel, nur ein bisschen. Meine Spaghetti sind jetzt fertig. Es duftet schon herrlich. Und jetzt geht's zum Anrichten. So. Mache ich das immer so, versuche es zumindest halbwegs und platziere das alles auf dem Teller. Herrlich. Da kommen jetzt noch ein paar Garnelen drüber. So, darüber mache ich jetzt noch ein bisschen gehackte Petersilie. Das Auge isst ja schließlich mit. Und et voilà, that's it. Wenn ihr wollt, könnt ihr nur so einen Spritzer Zitrone oben drauf machen. Und das war's. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 18 Minuten für dieses Gericht gebraucht. Sollen wir mal eine Kostprobe machen? Dann starten wir mal. Pasta wird mit einem Löffel gegessen. Super zitronig. Die leichte Schärfe von der Chili.
Die Garnelen. Herrlich. Die Säure von der Zitrone, die leichte Schärfe. Ich muss sagen, das ist gar nicht so scharf. Für meinen Geschmack hätte es jetzt ein bisschen schärfer sein können. Von der Chili. Alles in einem super leckeres Gericht, was in 0,0 zubereitet ist. Wenn ihr es ausprobieren wollt, dann findet ihr das Rezept auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Den Link findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach gerne meinen Kanal und aktiviert dabei die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und immer auf dem aktuellsten Stand seid. Also meine Lieben, dann macht's gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ich gehe jetzt hier mein Mittagessen genießen. Ciao.